Ich finde es eh krass, dass die Nuggets es geschafft haben, so lange im Spiel zu bleiben, weil wenn alle drei Splash Bros so krass performen und so gut abliefern, dann weiß ich gar nicht, wie man das hinbekommt, dass man da gleich zieht. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum Spielbericht zu Spiel 3 zwischen den Golden State Warriors und den Denver Nuggets. Die Warriors hatten 2-0 geführt, hatten also zu Hause alles richtig gemacht bei ihren beiden Spielen und jetzt ging es darum, wenn die Serie nach Denver wechselt, könnten die Nuggets dann endlich mal ein bisschen mehr Aggressivität zeigen, ein bisschen mehr von ihrer eigenen Crowd vielleicht getragen werden und daraufhin dann ein Spiel mal auch gewinnen gegen die Warriors, was ja in den ersten beiden Spielen leider gar nicht möglich war. Es wäre fast dazu gekommen. Die Nuggets waren wirklich sehr, sehr nah dran, dieses Spiel zuzumachen. Sie haben tatsächlich aggressiver gespielt und sich ein bisschen mehr gepusht. Also Jokic müssen wir gar nicht drüber reden. Der hatte 37 und 18. Das sind überragende MVP-Statistiken und er hat wirklich alles gegeben, was er nur konnte auf dem Feld. Aber wen ich zum Beispiel immer wieder gefordert habe, war Aaron Gordon. Wo war Aaron Gordon die ganze Zeit? Normalerweise der zweitbeste Scorer bei den Nuggets. In den ersten beiden Spielen überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Jetzt in diesem Game 18 Punkte, 12 Rebounds, 6 davon offensiv. Und er hatte einfach so eine gewisse Attitüde auf dem Spielfeld. Und das, finde ich, hat den Nuggets insgesamt die ganze Zeit gefehlt. Das hat auch deren Coach gesagt, was ich irgendwie heftig finde, weil ich weiß nicht, ob das so cool ist, wenn du als Head Coach irgendwie öffentlich so die Charakterstärke deines Teams hinterfragst oder kritisierst. Aber es hat zumindest insofern bei Aaron Gordon funktioniert, dass der ein bisschen, ja, keine Ahnung, mehr edgy unterwegs war. Das gleiche geht für Will Barton, das gleiche geht für Monte Morris. Ich hatte das Gefühl, Austin Rivers hat sowieso immer ein Edge. DeMarcus Cousins gefällt mir sowieso schon die ganze Serie über gut. Also es war ein bisschen mehr Fight drin und wir gucken uns gleich die Highlights an. Aber man kann es halt relativ leicht runterbrechen. Wenn du in den Fight gehst, dann musst du auch auf dem gleichen Niveau sein wie deine Gegner, um zu gewinnen. Und das waren sie halt überhaupt nicht. Das Splash-Trio, so nenne ich jetzt die Splash Bros plus Jordan Poole. Ich finde, sonst wird es irgendwie verwirrend. Also das Splash-Trio aus Stephen Curry, Klay Thompson und Jordan Poole. Wenn ich es gerade im Kopf richtig überschlage, 80 Punkte zusammen, also 27 und 27 von Poole und Curry und dann nochmal 26 von Clay. Die drei haben überragend gespielt. Ich weiß auch nicht, wie du so eine Feuerpower in irgendeiner Weise kompensieren könntest auf der anderen Seite. Und dazu kommt noch, dass nicht nur die drei Jungs voll performt haben und abgeliefert haben, sondern das gleiche gilt für Draymond, der mal wieder herausragend gespielt hat, auch wenn es die Stats nicht unbedingt hergeben und der mehr oder weniger den entscheidenden Steal dann am Ende hatte gegen Jokic. Andrew Wiggins, der fast schon als Matchwinner gelten könnte, ganz ehrlich, wenn wir uns angucken, was er in der Crunch-Time gemacht hat. Ich sag nur Offensiv-Rebound, ich sag nur Corner-Dreier, ich sag nur Contest gegen Jokic. Das war alles hintereinander und da hat er sich so gut verkauft. Und wer mich auch noch ein Special-Shoutout geben möchte, ist meinem Main-Man Gary Payton, dem Zweiten. Denn über ihn habe ich gestern eine sehr interessante Story gelesen oder heute war das sogar heute Nacht. Und zwar hat er sich, als er gecuttet wurde, mal wieder aus dem G-League-Team der Warriors, glaube ich, hat er sich bewerben wollen für den Job eines Videografen bei den Warriors. Also quasi jemand, der Game-Film zusammenschneidet und dann den Spielern zeigt und ihnen sagt so, hey, guck mal, Jokic geht in dem und dem Szenario immer nach rechts. Wenn du ihn verteidigst, mach ihm dann die rechte Seite zu, beispielsweise. Dafür wollte er sich bewerben, weil er einfach das Gefühl hatte, dass seine Basketballkarriere nirgendwo mehr hingeht und dass es keine Zukunft gibt. Gott sei Dank gab es aber eine Zukunft und er steht jetzt bei den Warriors und hat seine feste Playoff-Rotation. Alright, Leute, wir gehen jetzt mal ins zweite Viertel. Das erste Viertel war relativ ausgeglichen und hier ab dem zweiten Viertel passieren dann erst so ein bisschen die Runs. Also erstmal, die Warriors haben mal wieder im zweiten Viertel alles zerstört. Das haben sie jetzt in allen drei Spielen bisher gemacht. Ey, aber nochmal, der Cousins bekommt nicht genug Liebe. Ich feiere den so hart bei den Nuggets. Ich finde, der hat da eine richtig gute Rolle und ich hoffe, die behalten den auch nächste Saison. Aber zurück zum Thema. Also die Warriors hatten hier in diesem Spiel, Alter, was ein Shot von Poole, hatten in diesem Spiel im zweiten Viertel einen 15-4 Run oder sowas. In Spiel 2 hatten sie einen 15-2 Run und in Spiel 1 hatten sie einen 16-0 Run. Also dieses zweite Viertel ist auf jeden Fall das Warriors Viertel. Früher hat man immer gesagt, das dritte Viertel ist das Schlimme, wo man von den Warriors komplett abgeschossen wird. Aber aktuell scheint es das zweite zu sein, zumindest in dieser Playoff-Serie. Bisher sehen wir aber gar nicht so viel davon. Die Warriors und die Nuggets sind hier noch relativ ähnlich. Ich finde es eh krass, dass die Nuggets es geschafft haben, so lange im Spiel zu bleiben, weil wenn alle drei Splash Bros so krass performen und so gut abliefern, dann weiß ich gar nicht, wie man das hinbekommt, dass man da gleich zieht. Unter anderem aber halt mit dem Joker, der 37 gemacht hat.
Otto Porter mit ein paar Buckets. So, jetzt sieht man es schon, dass sie so ein Stück weg sind. Nochmal Gary Payton, der hat gerade schon einen versenkt. Und dann ist es wahrscheinlich noch Wiggs, genau. Yes. Und das haben wir hier und das wollte ich nur einfach mal zeigen, diesen Run, den die Warriors da immer hinlegen. Will Barton, der glaube ich nicht mehr so beliebt ist jetzt bei Nuggets-Fans. Also ich habe schon viel jetzt gesehen, dass sich Leute darüber aufregen, wie er in der Crunch-Time gespielt hat. Und es gab auch einen Moment, ich weiß nicht, ob der hier in den Highlights ist, vielleicht sprechen wir da später nochmal drüber, wo er anstatt Joker anzuspielen im Post, der Klay Thompson aufgepostet hatte, also absolutes Mismatch, stattdessen lieber einen tiefen Dreier gegen Draymond Green genommen hat und den gebrickt hat. Und da waren die meisten Denver-Fans nicht so amused darüber. Aber gut, das hier ist, glaube ich, somit das Krankeste, was du schießen kannst einfach. Weil guck, okay, der Verteidiger geht vorbei. So, aber how? Also er ist ja trotzdem noch hinter ihm. Weißt du, ich verstehe das nicht. Er ist ja trotzdem hier. Er blockt ja quasi trotzdem den Wurf. I don't get it. Ist verrückt. Das war so bitter. Das war so bitter für Rivers. Kurz mal Family Business. Die Schwester von Austin Rivers und dementsprechend die Tochter von Doc Rivers ist verheiratet mit Seth Curry, also mit Steph Currys Bruder. Und deswegen fand ich das hier ganz interessant, dass die beiden hier im Fastbreak noch sind und Curry ihm den And-One reinhaut. Ich weiß nicht genau, ob die beiden dann auch als Schwager gelten zueinander. I'm not sure, wie da das Verwandtschaftsverhältnis ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ins dritte Viertel. So, und hier... Deswegen habe ich das dritte Viertel auch auf jeden Fall mit drin, weil da haben die Nuggets richtig, richtig, richtig gut gespielt. Also da haben sie viel gescored, da haben sie hart verteidigt, da haben sie die Warriors immer wieder zugemacht. Ich meine, Jordan Poole ist das egal, der scored auch gegen zwei Leute aktuell, der hat das Selbstvertrauen. Aber insgesamt war sehr, 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 sehr viel Denver in diesem Viertel. Ich glaube 30 zu... Boah, was war das? 30 zu 16 oder sowas? Ah, nee, 30 zu 18. Also Denver hatte 30, Golden State hatte 18. Und da sind wieder die Offensiv-Rebounds, die wir angesprochen haben bei Aaron Gordon. Einfach 6 Stück. Das war brutaler Fadeaway. Kameraeinstellung ist da. Nee, aber das hat mir gut gefallen, dass die da wirklich nochmal gefightet haben. Und drin geblieben sind in dem Spiel. Schöner Stil hier von Otto Porter. Guter Pass von Curry auch. Ja, wirklich schöner Pass von Curry. Ist mir gar nicht aufgefallen vorhin. Und die Warriors haben sehr, sehr viel klein gespielt. Und dementsprechend kassieren sie auch immer mal die Punkte von Jokic. Aber das ist ihnen eigentlich ziemlich egal, solange die anderen nicht so gut spielen. Und ganz ehrlich, das war jetzt das beste Aaron Gordon Game, was wir überhaupt jemals bekommen haben. Und der Typ hat 18 Punkte. Also das ist halt jetzt nicht so die Welt. Das verkraften die Warriors schon. Vor allem, wenn du halt drei solche Freaks hast, die einfach alle über 20 dir geben können. So, schöner Backdoor-Cut, wieder Jordan Poole. Ey, du, man hat das Gefühl, Jordan Poole hat 60 Punkte gemacht. Oh, das war ein Travel, oder? Ich hatte das Gefühl, er war schon wieder am Boden. Iggy hatte einfach einen sicken Dunk. Ich weiß nicht, ob wir den noch sehen werden, aber Iggy hatte einfach einen krassen Dunk. Und das in seiner alten Heimat in Denver. Ich glaube, das wissen voll wenig Leute, dass Iguodala mal ein richtig heftiger Spieler in Denver war. Wurde von den Sixers gedraftet damals, ich glaube 2005 oder so. Und ja, dann einfach, da ist der Dank. Uff. Richtiger Oldschool-Iggy, ey. Googelt mal, was heißt googelt mal? YouTube mal, Andre Iguodala Denver Highlights. Da sind ein paar krasse, krasse Dunks dabei. Sixers Highlights gehen auch. Da ist er halt noch ganz jung. Das ist halt so unfair, ne? Wenn du bei den Warriors bist oder wenn du gegen sie spielst, weil einfach drei Jungs diese Punkte reindrücken können. Zwei davon können für sich selber kreieren. Klay kann alles aus dem Catch and Shoot und auch ein bisschen für sich kreieren. Aber Poole und Steph sind halt auf einem anderen Level, was die Creation angeht. Dann hast du noch Draymond, der ein herausragender Passer ist.
Schöner Layup da von Jokic. Also, ich sag ja, ne, die sind schon drin geblieben. So, hier ist die Wiggins-Sequenz. Bam, Corner-Dreier. So, jetzt mal auf der anderen Seite, müsst ihr euch gerade vorstellen, hat er gerade gegen Jokic verteidigt und da den Wurf verhindert. Und jetzt im folgenden Warriors-Ballbesitz bei 112 zu 111 haben wir Curry, der den Dreier nimmt gegen Jokic. Guter Contest. Und Wiggins holt aber den Offensiv-Rebound. Der Ball geht raus auf Jordan Poole. Und alle reden über den Offensiv-Rebound, zu Recht auch, aber ich finde, wir müssen Poole hier auch seinen Hack geben für diesen unfassbar schweren Layup. Also wie hat er den bitte reingemacht? Das ist ja Dwayne Wade 2006-Style. Guck dir das mal an, der hat überhaupt keinen Winkel, den da noch reinzukriegen, mit was für einem Spin der den da reinlegen muss. Aber ja, deswegen habe ich vorhin gesagt, Wiggins. Ey, und hier ist sogar der Dreier, den ich vorhin angesprochen habe. Das hier ist doch der Dreier gegen Wiggins. Also beziehungsweise Will Barton steht gegen Draymond Green. Das haben wir hier. Jokic hat das Post-Up. Also könnte sich jetzt das Post-Up holen. Geht aber eigentlich weg. Okay, vielleicht tue ich ihm hier auch Unrecht. Okay, stimmt. Jokic geht hier eigentlich gerade vom High-Post weg. Ich weiß nicht, ob er vielleicht noch was aufbauen wollte. Aber auf jeden Fall hätte man hier ein Mismatch vom MVP gegen einen Spieler, der 10 cm kleiner ist. Das sollte man eigentlich ausnutzen und nicht hier den Will Barton-Wurf nehmen. Ja, also jetzt beim zweiten Mal gucken sieht es gar nicht so schlimm aus, aber wie gesagt, die Denver-Fans sind relativ sauer darüber. Und das war dann der Dagger von Steph. Damit hat es letztendlich zugemacht. Joker nochmal. Ah ne, dann ist sogar Will Barton mit geblockt. Ja, okay. Und das war es dann auch schon. Und damit sind die Warriors 3-0 in Führung und damit ist die Serie halt auch durch. Ich glaube, bei über 140 Serien war es in der NBA-Geschichte, hat es noch nie ein Team geschafft, von 0-3 zurückzukommen. Ich habe auch gestern oder vorgestern in einem Video drüber gesprochen, warum das einfach wirklich unmöglich ist, weil du switcht halt nicht innerhalb der nächsten 4 Spiele jetzt so krass deinen Gameplan oder was auch immer, dass du jetzt einfach 4 in Folge gewinnen würdest, nachdem du 3 hintereinander verloren hast. Ich glaube, ich habe das im Sixers-Video gesagt, weil die Sixers auch 3-0 in Führung gegangen sind gegen die Raptors. Ich will jetzt noch nicht die Verabschiedung von den Nuggets machen, dafür haben wir ja dann noch ein Spiel, weil Game 4 muss ja noch gespielt werden. Ich wollte nur einmal sagen, man kann nicht groß wirklich jetzt den Nuggets eine Kritik geben, außer vielleicht, dass sie ein bisschen mehr hätten kämpfen können, aber der Kampf war halt von vornherein aussichtslos und ich würde einfach sagen, man sollte sich voll auf nächstes Jahr konzentrieren, weil dann sind Murray und Michael Porter Jr. back und dann hat man ja direkt einen Contender mit den beiden zurück. Und bei den Warriors, ey, super Serie zum Einspielen, das Splash-Trio funktioniert perfekt, Draymond sieht super aus, Andrew Wiggins spielt gut. Eigentlich funktioniert gerade jeder super bei den Warriors und jetzt wird es dann halt interessant sein zu sehen, wie sie spielen, wenn sie mal gegen den Gegner spielen, der im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Das werden wir dann in der nächsten Serie bekommen. Das war es jetzt aber erstmal von mir. Danke euch fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.